What's up, Freaks? Willkommen zu einem weiteren... Oh no. Oh no. Oh my goodness. Wow. Wow. What the hell just happened to you? Ja, hallo Leute. Willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, so wie zum Spiel TF2. Wir sind gerade auf einer Map, die ihr sicherlich noch nicht kennt. Vielleicht von einigen der großen TF2 Let's Player bereits, aber nicht von mir. Und zwar sind wir nämlich gerade auf der Map CP Snowplow B2? Oder welches B? Beta? Oh, scheiße. Beta, scheiße. Wir bringen uns eben in Sicherheit und holen uns das Healthkit hier. Super. Rennen ein Stückchen. Also wir sind gerade auf CP Snowplow Beta 1 und das ist die Map, die mit dem neuen Update kommen wird, nämlich mit dem Update zu End of the Line, EOTL. Die Map wurde jetzt von den Machern quasi, ja, einfach in den Beta-Status gesetzt. Man kann sie online finden im Map-Browser. Hier einfach CPSN habe ich eingegeben, Snowplow. Das ist allerdings alles, was ich gefunden habe. 3 Snowplow-Server nur. Auf jeden Fall, ich spiele jetzt gerade auf der tf2maps.net, also einer recht guten Server-Hoster-Seite, beziehungsweise der Server-Hoster-Seite für Custom-Maps. Irgendwie, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, wir können hier das neue Map-Design des neuen, noch nicht rausgekommenen und nach dem Valve-Update vermutlich kommenden Update anschauen. Und wie wir sehen, das ist eine Schneemap, wir haben eine Anzeige in der Mitte, 80% 80% Zugkraft, würde ich jetzt einfach mal sagen. Haha, nein. Ich habe keine Ahnung, was es ehrlich gesagt macht. Und oh scheiße. Oh fuck. Ja, scheiße. Wir wechseln mal vom Engineer weg und nehmen mal eben was Schnelleres. Ich denke, Scout macht sich hier gerade etwas schöner, um die Map mal etwas inspizieren. Ist ein schöner Begriff hierfür. Auf jeden Fall, es ist eine recht große Map, wie ich das zumindest hier bisher gesehen habe. Es gibt 3 Kontrollpunkte. Das ist der große Zug, momentan noch schön in Blockform. Manchmal unerwartet schnell, manchmal recht langsam. Ich verstehe noch nicht genau das Konzept dahinter. Warum da manchmal schneller und manchmal langsamer fährt. Ja, ich habe das kaum gesehen. Ah, ich mach mal Melee. Melee, komm schon, wird's auch Melee. 1. Ach, scheiße. Na, danke schön für das Save. Hätte ich wohl nicht überlebt im Endeffekt. Trotzdem... doof gelaufen jetzt gerade mit dem Melee-Duell. Nee, also die Map ist wirklich groß, wie man hier sehen kann. Es gibt 3 Kontrollpunkte. Oh, scheiße, come on! Es gibt 3 Kontrollpunkte. Der Zug ist, wie gesagt, langsamer und manchmal schneller. Ich glaube, er ist manchmal recht schnell, wenn man... Oder, nee, ich glaube, also der Zug fährt bis zu einem gewissen Grad nach vorne. Und, ich glaube, wenn er am Kontrollpunkt angekommen ist, nimmt er zu den Kontrollpunkten automatisch. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was hier mit dem Zug passiert. Ich meine, ein Kontrollpunkt muss noch eingenommen werden. Ich glaube, dann heißt es, der Zug fährt durch. Hier, zum Endeffekt, dann macht es wohl bumm irgendwo. Was mich halt wundert ist, warum es gibt es diese Prozentanzeige. Dann, ja, es macht noch nicht viel Sinn. Es macht nur bei 10% am Anfang der Map, dann geht es bis zu 40 oder 60% hoch, 50% oder keine Ahnung. Ich erkenne noch nicht den wirklichen Sinn dahinter. Es ist dann vielleicht ein Forced Push durch das Tor, weil es gibt ja auch keine Zeitangabe. Allerdings muss es nichts heißen. Vielleicht hat es auch nur vom Server-Owner ausgestellt worden. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier irgendwie noch andere Sachen geben muss. Ich habe am Anfang ein zwei Kisten mit der Überschrift, also mit einem kleinen Name-Tag mit der Überschrift drüber, Tank-Fuel, nicht Tank-Fuel, sorry, Train-Fuel, denke ich jetzt mal. Ich komme irgendwie nach hinten, hoffentlich zumindest. Dort, die Map sollte gleich vorbei sein, denke ich mir zumindest. Ich renne jetzt einfach mal durch und guck mal, wie weit ich komme. Nicht sehr weit. Ah, oh, wo? Hm? Geht wohl. Pyro, Pyro. Oh nein. Oh Gott. Ich will nur durchlaufen und die Map mir anschauen. Tut mir leid. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, kommen wir mal nach hinten hier. Tut mir leid, ich habe jetzt gerade keine Lust auf Sniper-Duelle. Ich will nur gucken. Und nicht anfassen. Und das übersprayen. I said. Übersprayen. So. Also wir sind jetzt gerade mal hinten in der Map, hier ist ungefähr das noch nicht ganze Spawn, auf jeden Fall hier ist der erste Kontrollpunkt, hier sieht man diese Zuggleise. Sorry, ich habe jetzt gerade keine Lust auf dich. Boah, meine Fresse. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gemacht habe, aber... Tut mir leid, Kollege, wenn du mich treffen willst, dann musst du woanders herkommen. Nicht von da. Auf jeden Fall, hier ist der Spawn, habe ich ja gerade schon gesagt gehabt. Und hier ist dieses mit dem Tank-Fuel. Oder Fuel-Oil. Wirklich, ich bin nur ganz friedvoll hier hinten und treffe nicht mal. Kein Aim gerade. Oh, oh fuck.
Das schade. Aber heftig, dass die hier alle, ach nee, die spawnen hier noch drin oder spawnen die weiter vorne? Das weiß ich noch gar nicht. Vermutlich müssen die ja nicht weiter vorne spawnen. Und krass, dass die einfach nach hinten laufen und mich kaputt machen wollen. 3 Stück. Cool auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall, ich weiß nicht, was es mit diesem Ding auf sich hat. Vielleicht hat das einen Sinn und Nutzen dahinter noch. Das Random Crit gerade. Oh, oh. Doppelverteidigung, Bitches. Ja, das war nicht so schön. Krieg ich einen Assist dafür? When I match it in the summer. Ich wünsche, ich hätte wieder meine Milch. Das wäre gerade etwas sehr, sehr Schönes. Ah, random. Random Sticky, den ich nicht gesehen habe. Naja, what the hell. Auf jeden Fall eine interessante Map allgemein. Ich wünschte, ich könnte mehr zu der Map sagen. Zum Map-Design auf jeden Fall kann man sagen, es gefällt mir. Mehr als sonst andere Map-Designs. Und needy. Ich werde dich weggebackstabbt jetzt. 3, 2, 1, backstab? Nee, schade. Ich habe es drauf ankommen lassen. Was noch erwähnenswert ist, denke ich mal. Jedes Mal, wenn der Zug zu stehen kommt an einem der Kontrollpunkte, wow, das war knapp, kommt dieses Holzteil auf den Zug einmal BAM runter und ja, als ob da irgendwas draufgepackt wird, wo es noch kein Model zu gibt. Und cool, dass das Fenster hier offen stand. Oh Gott, wie konnte ich die beiden Schüsse jetzt gerade verballern? Oh Gott. Naja, what the hell, was soll's? Ja. Wie gesagt, ich glaube, ich mache nochmal eben, ich müsste jetzt ja im blauen Team spawnen, logischerweise. Ich glaube, da mache ich auch nochmal eben kurz den Anfang mit, um das mal zu demonstrieren hier ein bisschen mehr. Auf jeden Fall, hier haben wir auch nochmal dieses Holzding. In irgendeinem Video habe ich gehört, wurde es Booby Trap genannt, also eine Falle, die quasi ausgelöst wird, um die Leute vom Zug runterzubekommen. Ich glaube, da wird einfach irgendwas auf den Zug gepackt, befestigt und deswegen steht der Zug da so lange. Momentan ist der Zug bei 100%, das heißt vermutlich 100% Schubkraft vielleicht. Wobei ich dann nicht verstehen kann, warum Rot dann manchmal 100% Schubkraft hat. Es ist noch leicht verwirrend und naja. Vielleicht haben die da irgendwas zu gesagt in ihrem Post, aber vielleicht auch nicht. Konga! Yay! Chabala, chabala. Eigentlich müsste ich noch erzählen, was diese Woche bei mir anliegt, aber ich glaube, das verschiebe ich auf das nächste Video, denn, ja, das werde ich einfach mal so machen jetzt. Habe ich jetzt so entschlossen, mich so entschieden. Ich hatte gerade noch Kritzglow auf dem Ding drauf, interessant. Kann ich hier durchhuschen? Ich glaube, ich sieht mich... Oh, oh, ja, da kommt gerade der Demo angerannt. Tut mir leid. Oh Gott, no. 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 Oh Gott, no. Und da kommt der Zug. In mega Geschwindigkeit, seht ihr das? Wieder hier durchflitzt. Ich verstehe nicht, was das hier soll. Und warum der Zug... Ja, okay, ich wollte jetzt im Zug hinterher gerannt, also scheiß auf Sentry. Warum der Zug geht bis zum Ende des Kontrollpunktes und bleibt dann stehen. Und dann muss man den Kontrollpunkt einnehmen und dann fährt er weiter. Und was hat das mit der 100% auf sich? Also natürlich, wenn man davor steht, wird man natürlich gnadenlos vom Zug überrannt. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier der Sinn der Sache ist, dass er so schnell fährt. Und vielleicht ist es doch der Sinn der Sache und... Ja, keine Ahnung. Oh, da. Ah. So, beobachten wir das jetzt mal. Bitte nicht dabei sterben. Hoffentlich nicht. So, hier, das Ding ist drauf. Und auf einmal wusch. Das Ding wuscht bis nach hinten durch. Bis zum anderen Kontrollpunkt. What the hell? Dafür darf man sich doch fragen, was soll das denn? Oder welchen Sinn hat das? Oder warum habe ich gerade den Heavy mit 40 Damage kaputt gemacht? Das war ein schöner Treffer. Oh, das war kein schöner Treffer. Ich lebe aber noch. Hurra. Gut, dass ich meine, mein hier Dings eingesammelt habe. Den Atomisierer. Das ist hier eine Hilfe. Okay, okay. Nicht cool. Der Zug geht schon wieder durch. Rasende Geschwindigkeit. Nope, nope. Und das steht da hinten. Ob ich Kontrollpunkt einnehmen kann. Oh, nö, nö. So oder so. Nicht bei dem, was da gerade rauskam. Aber... What the heck heute? Heute ist einfach nur Map-Erkundigung, neue Beta-Map. Ich meine, what the hell? Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Wisst ihr, kommentieren und liken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.